herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute will ich euch nämlich zeigen, wie man, oder wie ihr zu eurem Spieldings da Gravitation hinzufügen könnt, damit der Spieler nicht wie es jetzt ist, aber blöd ja dagegen rumschwebt, sondern auch schön nach unten fällt. Damit unsere schöne Barriere hier auch irgendwie Sinn macht. Ja, genau, und daran werden wir jetzt auch arbeiten. Gut. Dazu gehen wir als allererstes in die Entity Living Klasse und müssen hier ein paar neue Variablen anlegen, denn wir könnten das einerseits so machen, dass unser Viech quasi nur einmal hochspringt und dann direkt wieder runterfällt, also quasi so abrupt die Richtung ändert und immer die gleiche Geschwindigkeit hat. Das ist aber häslig und das geht besser, weil da kriegt man auf Dauer Augenkrebs von, wenn das so hoppelig Dings geht. Also das soll schön smooth und so weiter gehen, wie es hier der Fall ist. Da. Hui. Der geht ja auch nicht so. Der geht ja. Der fliegt ja hoch, wird oben langsamer und wird dann wieder schneller. Das heißt, hier ist schön so eine quasi so eine parabelförmige Flugbahn hat. Und genau das werden wir jetzt quasi hier replizieren. Dazu legen wir jetzt erstmal in der Entity Living Klasse ein paar neue Variablen an. Das machen wir in der Entity Living Klasse, weil andere Entities auch noch springen werden sollen. Weil wir wollen ja die KI, dass die KI auch größere Hürden überwinden kann und nicht einfach an den kleinsten Stufen hängen bleibt, die man nicht einfach so übergehen kann. Und daran werden wir jetzt arbeiten. Und als erstes lege ich eine neue Protected Variable an. Das ist ein Protected Boolean. Und der soll mal heißen, ist Jumping, nenne ich es mal. Und setze den standardmäßig auf False. Der wird nachher einfach nur wiedergeben, ob das Viech, was das gerade ist, ob das springt oder ob es gerade nicht springt. Und das kann man dann nachher verwenden für andere Sachen. Genau. Des Weiteren müssen wir eine Zeit festlegen, wie lange das betroffene Viech schon in der Luft ist, damit wir anhand dieser Zeit die Geschwindigkeit berechnen sollen, wie schnell es gerade hoch bzw. runter fliegt, weil Physik. Dazu legen wir einen neuen Double an und den nennen wir Time in Air und setzen den standardmäßig auf 0. Genau, das war es jetzt im Prinzip schon zu den Methoden, die wir hier in der Entity-Klasse anlegen müssen. Allerdings müssen wir in der Entity-Klasse noch, das war zu den Variablen, genau. Allerdings müssen wir in der Entity-Klasse jetzt noch drei Methoden anlegen. Und diese Methoden, die werden uns das nachher deutlich vereinfachen, was das ganze Gespringe vom Spieler angeht und was das ganze Gespringe von den Entities allgemein angeht. Deswegen macht das Sinn, die hier in der Superklasse anzulegen und nicht direkt im Spieler. Jetzt machen wir eine Public Void Methode, also eine Methode über Rückgabewert, die nennen wir mal FallMove. FallMove wird immer dann aufgerufen, wenn unser Entity quasi runterfällt, also wenn sich kein Boden unter diesem Wesen gerade befindet und dann fällt es halt runter. Natürlich auch wieder in einem schönen, dynamisch berechneter Geschwindigkeit und so weiter und so fort. Des Weiteren brauchen wir eine Public Void Jump. Ja, Jump. Move ist immer ein bisschen schwierig zu schreiben, wenn man so ein fetten Popschutz im Gesicht hängen hat. Und auch noch brauchen wir auch eine Methode, die nennen wir Public Jump. Einfach Public Jump, würde ich sagen. Public Void Jump. Die wird immer dann aufgerufen, wenn quasi wenn man quasi gerade die Leertaste drückt, dann wird die Jump-Methode aufgerufen. Oder wenn, um es kurz zu sagen, wenn ein Sprung quasi initiiert wird. Also wenn irgendwas anfängt zu springen, genau. Diese Methoden brauchen jetzt noch Übergabewerte. Die brauchen einmal ein Double RAC, kurz für Acceleration, also im Prinzip. Das soll die Beschleunigung sein, mit der gerechnet wird. Also wenn ich hier irgendwer jemand mal in Physik auskennt, man rechnet immer mit Geschwindigkeiten, Beschleunigung und so weiter. Und dazu brauchen wir auch halt diese Time in Air, um das ein bisschen physikalisch auszurechnen, weil
Das ist im Prinzip die einfachste Methode, das zu tun. Und das ist eigentlich auch die einfachste Methode, das zu tun. Und das ist auch noch die physikalisch korrekte Methode, das Ganze zu machen. Und deswegen machen wir es einfach so. Genau. Ja, fangen wir gleich mal mit der Fall-Methode an. Und zwar machen wir da folgendes und setzen da this.motion y, das erkläre ich gleich, gleich Speed, plus 0,5 mal, Klammer auf, AC mal Time in Air mal in Air. Genau, was das ist, das ist im Prinzip eine physikalische Formel, VO plus 1/2 A mal T Quadrat, wenn ich mich recht entsinne, genau. Und damit berechnen wir im Prinzip, wie schnell das Ganze sein muss. Also das ist eigentlich eine Formel, um die Strecke auszurechnen, mit der mit der Beschleunigung, genau, eine Strecke mit der Beschleunigung der Zeit auszurechnen. Aber das funktioniert auch in unserem Fall, da wir ja die Geschwindigkeit bei jedem Tick auf die Koordinate draufrechnen. Und das heißt, wir können es in diesem Fall genauso gut auch als Geschwindigkeitsausrechnungsformel benutzen. Und das werden wir hier auch einfach tun, weil wir es können. Genau so sieht es aus. Ja, was man vielleicht noch in dieser Formel erklären sollte, das 0,5 ist halt aus der physikalischen Formel, das AC ist die Beschleunigung, ganz normal, Time in Air, es ist halt das T-Quadrat, weil es ist ja unsere Zeiteinheit, das Time in Air. Und ja, alles andere ergibt sich dann, wenn diese Methode hier zu Ende geschrieben ist, dann kann ich das Ganze mich auch ein bisschen besser erklären. Des Weiteren machen wir hier noch eine kurze Abfrage und setzen hier eine Maximalgeschwindigkeit fest. Ja, die Maximalgeschwindigkeit lege ich jetzt auf 0,8 Pixel pro Tick fest. Und dann ist die Motion gleich 0,8, genau. Ja, also was das im Prinzip macht, es prüft, ob die Geschwindigkeit eventuell größer ist als 0,8 Pixel pro Tick. Und wenn die Geschwindigkeit größer ist als 0,8 Pixel pro Tick, dann wird die Geschwindigkeit gleich 0,8 Pixel pro Tick gesetzt. Das heißt, die kann nicht über 0,8 Pixel pro Tick gehen, die Geschwindigkeit. Das ist alles, was es macht. Und jetzt müssen wir noch eine besondere Sache machen. Und zwar, wenn ihr euch diese Methode mal anguckt, hier haben wir einfach nur eine ganz große Summe, kommt hier raus. Und die Time in Air ist ja standardmäßig 0. Und wenn wir die Time in Air nicht irgendwie verändern würden, dann wäre die ja ständig 0 und dann würde dieser Teil ja im Prinzip komplett wegfallen. Wir hätten nur noch den Speed. Das heißt, wir hätten genauso eine monotone Bewegung, wie ich es vorhin gezeigt habe, die Augenkrebsbewegung. Und da wir die nicht haben wollen, nehmen wir hier einfach this dot time in air, plus gleich, und dann könnt ihr ja eigentlich irgendeinen Wert nehmen, da könnt ihr ein bisschen rumprobieren. Ich habe es einfach 4 genommen als Wert. Und ja, das funktioniert eigentlich so recht gut. Ja, damit kriegen wir halt einen schönen dynamischen Fall, eine schöne dynamische Fallbewegung hin. Und den Jump Move, beziehungsweise Jump, Methode Jump, werde ich in diesem Tutorial noch nicht bearbeiten. Das geht direkt im nächsten Tutorial dann so, aber da das jetzt hier nicht 10.000 Stunden lang werden soll, versuche ich es recht kurz zu halten. Des Weiteren brauchen wir noch eine Methode, fällt mir gerade auf, noch eine Variable meine ich. Und zwar einen weiteren Boolean, den legen wir mal direkt in der Super-Super-Klasse fest, und zwar in unserer Entity-Klasse. Das ist ein Protected Boolean is on ground. Und der standardmäßig auch auf False. So sieht es nämlich aus. Was die Earth-on-Ground-Methode macht, ist ganz einfach. Der prüft halt, ob das Wesen sich gerade auf dem Boden befindet, was es nicht tut. Zumindest im Normalfall.
So, jetzt gehen wir in die Update-Tick-Methode und in der Update-Tick-Methode müssen wir jetzt im Prinzip Folgendes prüfen, und zwar prüfen wir im Prinzip, ob sich unser Lebewesen auf dem Boden befindet. Wenn das nicht der Fall ist, fällt es runter, außer es ist gerade am Springen, dann fällt es nicht runter, sondern führt den Sprung erst zu Ende. Das machen wir hier mit einer einfachen if-Abfrage, also ist on ground. Ich weiß, das ist on ground, müssen wir nachher noch updaten. Das ist mir auch bewusst und wir könnten das auch so direkt hier oben in der if-Abfrage abfragen, für alle Klugscheißer. Allerdings müssten wir dann ist on ground mehrere Male pro Tick abfragen. Und da wir das sowieso nur einmal pro Tick abfragen können, da sich das, dieser Status kann sich quasi nicht innerhalb eines Ticks ändern, sondern ändert sich immer nur halt, wenn ein neuer Tick anfängt, beziehungsweise wenn der Tick zu Ende ist. Das heißt, wir können das Is on Ground einfach einmal am Anfang des Ticks prüfen und müssen es danach nie wieder prüfen. Und das heißt, wir müssen es eben schon wieder prüfen, aber nicht. Ihr versteht, was ich meine. Ihr müsst nur einmal pro Tick prüfen und dann macht es keinen Sinn, das mehrere Male zu prüfen. Und deswegen mache ich dafür einfach ein Boolean. Dadurch ballert ihr zwar ein bisschen Arbeitsspeicher zu, aber das ist ein Bit und das ist jetzt nicht besonders viel. Und dadurch spart ihr euch halt eine Menge an Rechenleistung. Und ja, genau deswegen ist das schön und gut und man soll ja auch ein bisschen auf die Engine achten. So, das, was ich jetzt gemacht habe, ist einfach nur Time in R gleich 0. Das heißt, logischerweise, wenn er auf dem Boden ist, dann ist er nicht in der Luft. Das heißt, die Zeit in der Luft ist damit 0 und ja, das ist eigentlich alles ganz logisch. Und die Motion X ist dann auch auf 0, weil wenn er auf dem Boden ist, soll er sich ja nicht mehr bewegen, weil dann würde er einfach im Boden versinken und das wollen wir nicht. Ja, und wenn er auf dem Boden ist, dann ist auch ist Jumping gleich false, weil das legt halt nachher fest, wenn er wieder auf dem Boden aufgeschlagen ist, nachdem der Jump Move vollführt ist. Dann ist er nicht mehr am Springen und dann wirkt wieder die Gravitation auf ihn drauf, auf unseren Spieler. Des Weiteren brauchen wir jetzt noch einen kleinen Else-Fall, beziehungsweise können wir ein bisschen kleiner machen. If nicht ist, Jumping, so. Dann wollen wir halt Gravitation auf unseren Spieler drauf schmeißen und das machen wir mit Fall, Move. Das haben wir vorher festgelegt, die Methode. Und da legen wir jetzt halt einen Wert für die Beschleunigung fest. Den habe ich jetzt mal auf 0,004 gesetzt. Es ist jetzt auf gar keinen Fall der die physikalische Anziehungskraft der Erde, aber die Berechnung ist ja hier auch ein bisschen anders, als man es normal berechnen würde. Und ja, deswegen hat der Wert für mich eigentlich so ganz gut funktioniert. Und wenn er halt am Jumpen ist, dann soll er den Jump Move vollführen. Also geben wir hier Jump Move ein und da geben wir dieselben Werte ein. Nur dass wir hier von einem anderen Base Value ausgehen, sage ich mal. Und zwar haben wir hier einen Base Value von, da gebe ich hier mal, weil rechne ich mit einem Base Value von minus 1. Weil wenn sich die Y-Koordinate verringert, fliegt der Spieler nach oben, habe ich mit Sicherheit schon tausendmal erklärt, aber bei Java ist die Koordinate nicht wie im Koordinatensystem, wie man es aus der Schule kennt, ist sie nicht hier unten, sondern ist die Nullstelle hier oben, also in der linken oberen Ecke. Das heißt, die X-Koordinate wird nach rechts hin mehr. Und die Y-Koordinate wird nach unten hin mehr. Das heißt, wenn der Spieler nach oben fliegen soll, müsste die Y-Koordinate verringern und nicht was draufrechnen. Ist ein bisschen komisch, aber so ist es nun mal, so funktioniert Java und deswegen müssen wir auch so rechnen. Ja, genau. Jetzt haben wir im Prinzip, sind wir in der Entity Living Klasse fertig, beziehungsweise in der Entity Klasse, in unserer Superklasse. Und jetzt können wir direkt auf die Entity Player Klasse übergehen, um da im Prinzip nur die Final Touches zu machen, damit wir endlich Gravitation auf unser Spielobjekt drauf haben. Und genau das werden wir jetzt auch tun. Als allererstes gehen wir in die Update Entity Methode und legen da es on ground fest. So, das machen wir jetzt
In dem Fall nicht in der Tick-Methode, da wir IsOnGround diesmal ein bisschen öfter geupdatet haben wollen, weil wir checken ja hier bei diesen beiden Methoden checken wir im Prinzip, also die UpdateEntity-Methode wird ja in jedem Frame aufgerufen. Und wir checken in diesen beiden If-Klauseln, ob unser Spieler sich noch im Spielfeld befindet. Und die untere von den If-Klauseln, also die für die Y-Koordinate, können wir einfach so manipulieren, dass unser Spieler nicht durch den von uns festgelegten Boden fallen darf. Also müssen wir das jetzt in diesem Fall, weil der prüft ja dann hier auch jeden Frame. Das heißt, wir müssen IsOnGround auch jeden Frame updaten, damit wir unsere Variable weiter benutzen können. Variable macht aber immer noch Sinn, weil wir müssen sie immer nur noch einmal updaten. Zwar nicht einmal pro Tick, aber einmal pro Frame und wir müssen sie nicht einmal pro Frame und dreimal pro Tick updaten und deswegen macht das alles Sinn. Genau, jetzt fällt mir gerade was auf und zwar fehlt uns noch unser Weltobjekt, weil ohne das Weltobjekt können wir überhaupt nicht auf diese Methode, die wir vor kurzem festgelegt haben, zugreifen. Das heißt, wir können überhaupt nicht checken, ob unsere Entity auf dem Boden ist oder nicht. Und deswegen müssen wir irgendwo auf diese Methode zugreifen können. Das heißt, wir müssen jedem Entity, wenn es erstellt wird, eine Kopie von unserer Welt mitgeben. Das ist jetzt hier in diesem Fall ganz, ganz einfach, da wir ja mit unserem Spawn- und Kill-Befehl den Entities von den Entities haben wir sowieso schon die Welt quasi vorgeliefert. Und ja, solange wir die Entities einfach nur in der Welt erzeugen, haben wir damit absolut kein Problem. Und auch sonst dürfen wir damit kein Problem haben, weil um ein Entity zu spawnen, brauchen wir sowieso eine Instanz von der Welt. Also, ja, so sieht es nämlich aus. Um den neuen Parameter hinzuzufügen, das brauchen wir nicht nur für den Entity Player, sondern für alle Entities, weil es sollen ja alle nicht durch den Boden durchfallen. Und deswegen legen wir das direkt in der Super-Super-Klasse fest und dann gehen wir in die Entity-Klasse logischerweise und machen wir eine Projected World, die nennen wir einfach nur World, ihr könnt es auch nennen, wie ihr wollt, ich nenne sie World. Die importieren wir logischerweise oder importiert ihr aus eurem Package, dann das Ganze, die Welt muss noch als Parameter übergeben werden, weil jedes Entity direkt bei der Erzeugung ihre seine Welt braucht. Dann setzen wir sys.world gleich World. Wir speichern das Ganze, jetzt kriegen wir hier zwei Fehler, einmal in der Entity und einmal in der Entity Player und einmal in der Entity Living. Wir gehen zuerst in die Entity Living, da wir uns von unten hocharbeiten und ja, ihr seht das hier beim Super Constructor, dem müssen wir noch einen weiteren Parameter übergeben, das ist halt die Welt. Dazu gehen wir als erstes in unseren Parameter von der Entity Living und fügen den Parameter jetzt zu, also World, World und übergeben hier die Welt, die wir vorher anfordern. Und importieren die Welt aus unserem Package, speichern wieder und gehen diesmal in den Entity Player. Hier haben wir denselben Fehler wie vorhin auch. Übergeben hier also eine Welt oder fordern eine Welt und übergeben die hier. Die Welt müssen wir wieder importieren und schon haben wir eine Welt in unseren Entities. Haha, alles glücklich und so weiter und so fort. Haben wir hier in der Welt natürlich noch einen Fehler und zwar, wenn wir unseren Entity Player erzeugen. Und dann machen wir hier hinter einfach ein Komma. Für den Constructor, wenn das Entity, wenn unser Entity Player erzeugt wird. Und übergeben wir einfach this, weil wir sind ja jetzt hier schon in der korrekten Welt. Weil wenn wir einen Player in dieser Welt erzeugen, soll der auch eine Instanz von dieser Welt haben. Weil wenn er eine Instanz von einer anderen Welt hätte, dann würde er trotzdem noch komische Sachen machen. Genau. Deswegen greifen wir jetzt hier auf unser Weltobjekt zu und checken dann IsOnGround. Und da machen wir es folgendes. Suchen wir es nämlich einfach die Koordinaten von unserem Spielerobjekt raus. Also int x-Coord, weil wir übergeben hier, wir brauchen ja hier einen Integer. Und die x- und y-Koordinaten von unserem Spieler sind Doubles und keine Integer. Und deswegen casten wir die. Das Task-Casten kann man einfach mit dem Datentyp, den man braucht, in Klammern machen vor dem Datentyp, der gegeben ist. Dann wird das temporär in den anderen Datentyp verwandelt. So, und wie das jetzt ist, wird das immer noch nicht funktionieren, da, oh Wunder, beim Spieler
es ist genauso wie bei dem Frame logischerweise auch. Der Nullpunkt liegt nicht hier unten oder hier unten, der Nullpunkt liegt hier oben. Das heißt, wenn wir nicht wollen, dass der Spieler quasi immer nur mit seinem Kopf eben aus dem Boden rausguckt, dann müssen wir so gucken, dass der prüft, ob unter dem Spieler Boden ist und nicht, ob über dem Spieler Boden ist, weil das macht da irgendwie keinen Sinn. Und deswegen gehen wir auch für die x, die y-Koordinate und müssen hier die plus die Textur von, also die Textur von unserem Spieler haben. Also ist dort get texture, dort get height. Das Ganze rechnen wir mal 4, weil die Textur von unserem Spieler ja 4 Pixel, also 4 mal so groß ist wie die Auflösung von unserem Screen. Und das Ganze rechnen wir noch minus 4, weil die Höhe von der Textur sonst nicht gescheit passt. Und dann schwebt der Spieler quasi einen Pixel über dem Boden. Und das wollen wir nicht, deswegen minus 4. Genau. Jetzt machen wir uns daran, dass der Spieler nicht, also dass der Spieler auch nach unten fällt, wenn er nach unten fallen soll. Beziehungsweise wir checken, dass der Spieler jetzt erstmal nicht durch den Boden fallen kann. Dazu gehen wir unten unsere if-Abfrage, wo wir abfragen, dass der Spieler nicht durch den unteren Fensterboden durchfallen kann, durchgehen kann. Machen hier mal alles bis auf die und-Abfrage weg. Das sind hier in Klammern hin, ist nicht on ground oder motion y ist kleiner als 0. So, was das im Prinzip macht, ist, also der Spieler, wenn die Motion y nicht gleich 0 ist, oder wenn die Motion xy, also wenn er sich irgendwie bewegt, der Spieler, wird das ja, kommt das hier ja in Beanspruchung, oder wird das hier wichtig, dann wird quasi geprüft, ob der einmal halt unterhalb des oberen Bildschirmrandes ist, damit man nach oben kann. Ist klar, das haben wir ja schon im vorletzten Tutorial gemacht. Und dann wird auch noch geprüft, ob der Spieler nicht auf dem Boden ist. Ja, dann kann er sich nach unten bewegen. Oder wenn die Bewegung vom Spieler negativ ist, also wenn er sich nach oben bewegt. Das heißt, wenn wir jetzt mal das nach oben gehen außen vor lassen, dann muss der Spieler, um sich bewegen zu können, erstmal nicht auf dem Boden sein oder muss sich nach oben bewegen. Das heißt, er kann sich nicht unterhalb des Bodens bewegen oder er kann nicht durch den Boden durchbrechen. So. Genau, jetzt müssen wir noch eine kleine Sache machen. Und zwar haben wir immer noch diese wunderschöne Funktion, dass wir nach oben fliegen können, nach unten, und wo immer wir hinfliegen wollen, können wir hinfliegen. Und das macht relativ wenig Sinn und deswegen klammern wir einfach mal den Part in unsere Kontrollliste aus. Ihr könntet jetzt, also im fertigen Programm, wenn ihr das wirklich genauso machen wollt und sich euch nicht so frei auf dem Bildschirm bewegen könnt, so wie ich es jetzt zeige, dann würde ich euch auch empfehlen, das Ganze in den Game Settings, also in unserem Key-Input-Handler wegzumachen, den Teil davon, weil das spart, wie gesagt, wieder schön ein bisschen Arbeitsspeicher und Performance ein. Und dann hat der Rechner nicht so viel zu klagen. Ja, haben wir sonst noch was zu machen? Genau. Wir haben ja jetzt schon in der Superklasse, also in der Entity Living, haben wir schon diesen tollen Code angefertigt. Das Problem ist jetzt nur, da wir ja mit UpdateTick in unserer Player-Klasse die UpdateTick-Methode unserer Superklasse, also der Entity Living, überschreiben, kommt das niemals dazu, dass dieser Code von einem Entity Player auch nur abgerufen wird. Und damit der Code trotzdem abgerufen wird, gehen wir jetzt mal ganz nach unten hin von unserer Methode und geben hier ein super.updateTick und damit rufen wir eben genau diesen Code hier auch für den Spieler auf. Wenn wir das jetzt speichern.
sollten wir in der Theorie sehen, dass der Spieler runterfällt. Oh, er ist runtergefallen. Welch ein Wunder. Und er kann auch noch weiter runterfallen. Und er kann bisher noch durch den Boden durchsliden und epische Noonwalks machen. Er kann auch nicht springen, aber er ist durch den Boden durchgefallen. Und das ist ja schon mal irgendwo ein Vorteil. Bup. Und er ist das vom Boden. Und wie ihr auch gesehen habt, das ist ein bisschen besser zu zeigen. Wenn da jetzt kein schwarzer Boden unter ihm ist, dann huppelt er noch halt die einzelnen Pixel runter. Also das Ganze funktioniert perfekt. Wir haben Gravitation in unserem Spiel drin. Alles perfekt. Was wir jetzt noch machen müssen, ist, springen. Aber das zeige ich euch in einem nächsten Tutorial, was ich allerdings jetzt direkt aufnehmen werde. Und versuchen werde, es dann auch morgen hochzuladen. Also dass ihr, wie gesagt, dass wir endlich mit dieser Season so schnell wie möglich durchkommen. Und dass das nicht auch mal ein paar Monate dauert, bis ihr weitermachen könnt, weil ich weiß, wie ätzend das ist und ich entschuldige mich dafür, dass das teilweise so lange dauert mit den Videos, aber ich habe dann teilweise echt überhaupt gar keine Zeit, Videos zu machen. Wenn ich Zeit habe, dann habe ich keine Lust und wenn ich Lust habe, habe ich keine Zeit. Genauso sieht es aus. Und wenn ich keine Lust habe, dann werden die Videos scheiße und wenn ich keine Zeit habe, kann ich sie gar nicht erst aufnehmen. Also, ja, ich versuche die Series einfach so schnell wie möglich durchzukriegen, jetzt wo ich Zeit und Lust habe und dann passt das schon. Genau, so sieht es nämlich aus und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und würde sagen, sehen wir uns bei der nächsten Aufnahme, wo es heißt, dem Spieler Springen beizubringen, was irgendwo auch schon eine recht elementare Funktion eines jeden Spieles ist, weil ich alle Spiele hasse, wo man nicht springen kann. Naja, okay. Dann war's das wohl.